Viele Menschen sind jetzt verängstigt, verunsichert. Was passiert mit dem Krieg in Europa? Klimawandel. Sollen wir jetzt alle ein schlechtes Gewissen haben? Was können wir denn dagegen tun? Ja, im Großen und Ganzen nicht viel, aber ein schlechtes Gewissen können wir haben. Corona liegt uns noch allen in den Knochen. Kommt ein Blackout? Ja oder nein? Die Medien trommeln fast tagtäglich. Neuerdings ist im Mainstream zu lesen, Insekten, Larven, Würmer werden in die Nahrungsmittel gemischt. Was hat das für einen Sinn? So viele Menschen sind aufgrund von diesen Dingen jetzt in kurzer Zeit, die jetzt wirklich in kurzer Zeit auf uns alle zukommen, unglaublich verunsichert, verärgert, deprimiert, sind nicht mehr in ihrer Kraft. Und wenn man das Phänomen dahinter ein bisschen beleuchtet, dann sieht man, das alles, was momentan passiert mit all diesen Phänomenen, ist eine riesengroße Angstpropaganda. Angst vor diesem, vor jenem, vor dem anderen und vor dem und jetzt vor dem und Achtung und hier und da könnte und das wäre doch und Achtung, das ist gefährlich. Das könnte zu einem globalen bla bla bla. Es hat mit dem zu tun, wohin geht unser Fokus, wohin geht unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir diesen Dingen zuschauen, den Medien, wie sie die ganze Zeit trommeln, Angst, Unsicherheit, Sorge, was alles passiert. Wenn wir ununterbrochen auf diese Dinge schauen, dann merken wir selber, wie unser Energielevel nach unten geht. Uns fließt die Energie ab. Wir sind verängstigt, verunsichert, unsere Perspektive fehlt, von Lebensfreude nichts zu finden. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit, und Aufmerksamkeit ist das heiligste, das wichtigste Gut, das wir alle haben, stell dir das vor, das wichtigste Gut, unsere eigene Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist so wie für eine Blumenwiese das Sonnenlicht. Wenn die Sonne scheint, dann strahlen die Blumen. Wenn sie nicht scheint und wenn es regnet, dann strahlen sie eben nicht. Und so ist es bei uns, wenn wir unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit auf unser eigenes Universum richten. Wenn wir vor unserer eigenen Haustüre kehren. Wenn wir unseren eigenen Visionen nachgehen. Wenn wir den Fokus auf dem, was uns Spaß und Freude macht. Unsere Ziele, unser Streben, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Eigenheiten, unser Potenzial, sich mit anderen Leuten zu vernetzen. Wenn unser Fokus auf diese Richtung geht oder in diese Bereiche, dann wachsen diese im Quadrat in alle Richtungen. Stell dir vor, dein Fokus geht genau auf diese Dinge. Du bekommst immer mehr Chancen, immer mehr Möglichkeiten, Lösungen kommen fast von selber, du vernetzt dich mit den richtigen Leuten, du ziehst per Resonanz genau das in dein Leben, was dir gut tut, was dich beflügelt. Du bist auf der richtigen Seite der Welle, wenn unser Fokus auf die richtige Seite geht. Und gerade jetzt ist es unglaublich gut zu sehen, Plus und Minus, Pol und Gegenpol, Kriegstreiberei, Friedensbewegung, Angstmacherei, Vertrauen. Die Frage ist, wo geht unser eigener Fokus hin? Deswegen, weil die große Masse an Menschen sich Angst machen lässt, sich verunsichern lässt, heißt das noch lange nicht, dass es du tun musst oder ich. Wir können unseren Fokus auf unser Universum richten. Und genau das wünsche ich dir. Und ich wünsche dir die goldenen Resultate genau daraus. Und wir sehen uns, ich hoffe, beim nächsten Video. Bis bald.